Ende. In einem anderen Video haben wir bereits gesehen, wie man Graphen mit Hilfe einer Adjazenzmatrix abspeichern kann bzw. damit arbeitet. Es gibt noch Alternativen zur Adjazenzmatrix, nämlich zum Beispiel die Adjazenzliste, und in diesem Video möchte ich euch kurz zeigen, was sind die Unterschiede und die Vorteile von wem. Hier wieder ein Beispielgraph und die zugehörige Adjazenzmatrix sowie die Adjazenzliste. Und was man schon sieht hier allein an den Darstellungen ist, dass die Matrix sehr, sehr viel mehr an Speicher benötigt, wie beispielsweise die Liste. In der Matrix sind die Bereiche, wo das X drin steht, die Bereiche mit den eigentlichen Informationen. Alle anderen sind nur die Information, dass es keine Verbindung gibt. Ja, man könnte sagen, eine Anti-Information. Aber auch die braucht Speicherplatz. Das ist das Problem in der Matrix. Die Anzahl der Speicher ist quadratisch zur Anzahl der Elementen, da es ja eine quadratische Matrix ist. In der Liste sieht das anders aus. In der Liste ist es so, dass wir sozusagen ein Array mit den Kanten haben, mit den Knoten haben, und jede Kante sozusagen ein Eintrag in dieser Liste ist. In C-Sharp könnte man hierfür zum Beispiel ein Checked Array verwenden oder auch in anderen Programmiersprachen, in JavaScript, ein Array von Arrays. Und hier werden nur die tatsächlichen Kanten, die tatsächlichen Verbindungen gespeichert. Also 1 hat eine Verbindung zu 3 und eine Verbindung zum Knoten 5. Der Knoten 2 hat eine Verbindung zum Knoten 6. Der Knoten 3 hat eine Verbindung zum Knoten 1 und zum Knoten 4. 4 hat eine Verbindung zu 1, 5 und 6. Knoten 5 hat eine Verbindung zum Knoten 2 und Knoten Nummer 6 hat keine Verbindung. Im Vergleich jetzt ist der Speicherbedarf bei der Matrix entsprechend hoch. Bei der Liste sind es nur die Verbindungen sowie einmal die Anzahl der Knoten überhaupt. Was sehr effizient ist bei der Matrix, und das ist der Vorteil, die Antwort, ob zwei Knoten benachbart sind, ist in konstanter Laufzeit möglich. Ich brauche nur in der Zeile in der Spalte reinschauen und weiß sofort, was Sache ist. Anders bei der Liste, da muss ich mir einen Knoten raussuchen und dann die Liste entsprechend durchsuchen, um nachzusehen, ob dieser vorhanden ist oder nicht, der gewünschte Nachbar. Bestimmung aller direkten Nachbarn hingegen ist bei der Liste sozusagen der gleiche Algorithmus, wie herauszufinden, ob zwei Knoten benachbart sind. Bei der Adjazenzmatrix muss ich die gesamte Zeile durchsuchen. Ja, das sind die Vor- und Nachteile der Adjazenzmatrix und Liste. Ihr könnt euch hier aussuchen, was ihr verwenden wollt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.